Hier nimm mal rein. Wir haben das Symbol falsche Seite für den Fahrradfahrer aufgesprüht, damit der Fahrradfahrer erkennt, dass er verkehrt ist und die Möglichkeit hat, noch die Seite zu wechseln. Diese ganze Aktion machen wir, weil wir halt die Unfallzahlen im Kreis Borken so haben, oder die stellen sich so dar, dass viele Fahrradfahrer davon betroffen sind. Wir haben so viele tote Fahrradfahrer wie noch nie in diesem Jahr. Insgesamt 17 an der Zahl, davon 7 Pedelec-Fahrer und einer mit einem normalen Fahrrad. Viele dieser Unfälle passieren aus dem Grunde, die Fahrradfahrer benutzen die verkehrte Straßenseite, den verkehrten Radweg. Der Autofahrer rechnet nicht mit dem Fahrradfahrer, der von rechts kommt. Und so entstehen halt Unfallsituationen. Wobei, es gibt nicht nur die getöteten Fahrradfahrer, es gibt auch verletzte Fahrradfahrer. Im vergangenen Jahr hatten wir bis zum 16.12. 721 verletzte Fahrradfahrer. In diesem Jahr, wir sind auch schon das ganze Jahr mit Aktionen zugange, bisher nur 602. Das ist ein Minus von 119. Wir hoffen natürlich, dass sich dieser Trend weiter fortsetzt und die Unfallzahlen halt einfach sinken. In dem Bereich müssen wir was tun, müssen wir was machen.